freue mich sehr, heute die Möglichkeit zu haben, zu Ihnen sprechen zu können. Thema wurde schon gesagt, es geht um Evidenz. Und wenn wir über Evidenz reden, dann reden wir natürlich auch über Studien. Und da gibt es ja wirklich die tollsten Sachen. Als ich gestern noch mal ein bisschen geschaut habe, habe ich gelernt, dass Schokolade nicht nur glücklich macht, sondern auch noch gesund. Und das war mir in der Tat neu, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Und da muss man den Kollegen aus den Niederlanden tatsächlich sehr dankbar für sein, dass sie das vor Weihnachten für uns rausgefunden haben. Ist schon ein paar Jahre her, aber trotzdem gut zu wissen. Aber es gibt auch Dinge, die vielleicht nicht ganz so gut den Hals runterrutschen wie dieses hier. Ich zumindest esse doch ganz gern mal mein Steak. Und mit sowas fängt man dann doch an, darüber nachzudenken. Und das ist eine besonders schöne Studie, die ich gefunden habe, aus dem Berliner Kurier, schon ein paar Jahre her. Geht zurück auf Herrn Antes, muss ich gestehen, der die gefunden hat und ausgegraben hat. Aber das ist natürlich schon ganz tolle Sache, was es da so gibt. Und ich glaube, wenn Sie die Literatur durchsuchen, Literatur meine ich jetzt noch nicht mal die medizinisch-wissenschaftliche Literatur, sondern tatsächlich einfach das, was Sie unter Google finden können, dann ist man tatsächlich mit diesem Problem hier konfrontiert. Man muss sich überlegen, von all dem, was dort geschrieben steht, was davon kann ich glauben und was ist möglicherweise aus irgendwelchen anderen Gründen als Ergebnis rausgekommen und wie kann ich damit umgehen. Denn es gibt ja auch sinnvolle Studien. Das ist die erste klassische Studie, die durchgeführt wurde. Einige von Ihnen werden sie kennen. Es geht um den Skorbut. Ursache war im frühen 18. Jahrhundert unklar. Symptome sind, glaube ich, bekannt. Muskelschwäche, Gelenkschmerzen, Hautausschläge, Blutungssymptomatik. Es trat insbesondere bei Seeleuten auf und es wurden verschiedenste Behandlungsoptionen propagiert. So wie für viele medizinische Krankheiten heutzutage auch. Und der Herr Lind, ein schottischer Arzt, ist dann hingegangen in 1747 und hat dann tatsächlich ein Experiment durchgeführt, wenn man so möchte, die erste klinische Studie und an 12 vergleichbar kranken Seeleuten seine Forschung, seine Studie durchgeführt. Und wenn man hier genauer hinschaut, ist das schon recht beachtlich. Er hat alle im gleichen Raum behandelt, das heißt, er wollte seine Untersuchungsbedingungen kontrollieren und er hat allen die gleiche Basisernährung gegeben. Ganz wichtige Punkte, die auch heute gute klinische Studien auszeichnen. Das sind die Interventionen, die er seinen Seeleuten hat angedeihen lassen. Interessantes Spektrum, ein Viertel Liter Apfelwein, 25 Tropfen eines Elixiers aus verdünnter Schwefelsäure, 2 Esslöffel Essig dreimal pro Tag für je 2 Patienten, 2 weitere Patienten ein Viertel Liter Meerwasser, die 5. Gruppe Gewürzpastete aus Senfsamen, Knoblauch und so weiter und die letzten 2 Orangen und eine Zitrone. Das Ergebnis ist Ihnen wahrscheinlich bekannt. Die Seeleute, die Apfelwein erhalten hatten, denen geht es etwas besser. Insbesondere aber der Gruppe, die Orangen und Zitronen bekommen haben, ein Seemann davon, der kann nach 6 Tagen wieder voll arbeiten, ist einsatzfähig. Und ein zweiter ist zumindest so weit genesen, dass er die anderen pflegen kann. Also im Prinzip eine tolle klinische Studie. Und das hat der Herr Lind auch veröffentlicht. Und interessanterweise, wenn man da genauer reinschaut in diese Abhandlung, hat er eigentlich auch die erste systematische Übersichtsarbeit durchgeführt. Er hat nämlich eine umfassende Darstellung der existierenden Literatur bis zu seiner Studie dort mit aufgenommen. Jetzt muss man sich aber trotzdem fragen, in Anbetracht dieser überzogenen Beispiele vielleicht von wissenschaftlichen Studien und der Studie von James Lind, ob wir tatsächlich klinische vergleichende Studien brauchen. Und einige Argumente sprechen dagegen. Man könnte sagen, Patienten werden mit schlechteren Therapien behandelt. Und aus diesem Grund sollten wir besser keine Studien durchführen, insbesondere keine mit Placebo-randomisierten Studien. Die Kosten für klinische Studien sind immens und werden immer größer aufgrund auch der dokumentatorischen und regulatorischen Anforderungen und damit verbunden ist ein erheblicher administrativer und organisatorischer Aufwand. Ich will Ihnen aber noch ein anderes Beispiel zeigen. Denken Sie mal an Aderlass, schon lange zurück, aber es gibt viele andere Beispiele auch, auf die ich noch eingehe. Das ist eine Situation, die bis ins 19. Jahrhundert eingesetzt wurde, ein Heilverfahren. Die Rationale, auch das vielen bekannt bestimmt, schlechtes Blut staut sich in den Gliedern und diese verderben deswegen und es herrscht ein Ungleichgewicht der Körpersäfte, Blut, gelbe Galle, schwarze Galle, Schleim und durch Ausleitung kann diese Blutfülle und Fieber beseitigt werden. Ist im Prinzip bei verschiedensten Indikationen eingesetzt worden und Gerd Antes hat sich immer mal vorgenommen und vielleicht macht er das auch noch auf seine alten Tage, bitte aus dem Protokoll streichen. zu versuchen, zu modellieren oder zu berechnen, wie viele Patienten tatsächlich durch Aderlass umgekommen sind, unnötig. Und das sind auch die Gründe, warum wir tatsächlich klinische Studien brauchen. Es ist ja nicht nur Aderlass. Denken Sie an Contagan, denken Sie an Antiarrhythmika, die beim Herzinfarkt in den späten 80er Jahren sehr breit eingesetzt wurden. Und man schätzt, dass pro Jahr allein in den USA mehr Menschen durch den
ungerechtfertigten Einsatz von Antiarrhythmika beim Herzinfarkt umgekommen sind, als Verluste von Soldaten im Vietnamkrieg aufgetreten sind pro Jahr, Steroide beim Schädel-Hirn-Trauma, COX-Inhibitoren und auch in der Pädiatrie, meinem Kerngebiet, gibt es leider, muss man sagen, genügend Beispiele, wo Interventionen eingesetzt wurden, die nicht die erhofften Effekte gezeigt haben. Sauerstofftherapie bei Frühgeborenen führt zur Retinopathie. Einige wenige Beispiele, die ich hier rausgewählt habe, die dramatisch gezeigt haben, dass wir doch klinische Studien brauchen. Und das wäre auch hier meine erste wichtige Schlussfolgerung. Studien sind eine gute Sache. Wir brauchen sie. Sie sind aufwendig, sie sind teuer, sie brauchen Zeit, aber wir brauchen sie, um medizinische Fehlschlüsse zu vermeiden. Wenn wir jetzt über Studien reden, muss man aber sagen, gut, wir haben es einfach auch mit einer Menge Probleme bei klinischen Studien zu tun. Im Prinzip kann man hier vier wesentliche Dinge unterscheiden. Das eine ist Betrug oder Fälschung. Kommt nicht oft vor, kommt aber vor. Das zweite ist Zufall. Vielleicht sogar das, ich will nicht sagen das größte, aber ein ganz wesentliches Problem bei klinischen Studien. Das dritte sind systematische Fehler. Und die Fachbegriffe hier sind Bias und Confounding. Und dann als viertes Punkt die systematische Selektion oder auch Dissemination-Bias, wie das sich darstellt, werde ich Ihnen nachher noch darstellen. Zum ersten Punkt, Betrug. Das ist ein Beispiel, was relativ intensiv in der Presse diskutiert wurde. Da wurde über 12 Jahre von einem Wissenschaftler Ergebnisse von mindestens 21 Publikationen gefälscht. Und die Kommission, die das bewertet hat, kam zu dem Schluss, dass es sich um pure Fiktion gehandelt hat bei diesen 21 Studien. In hoch angesehenen Fachzeitschriften in der Anästhesie publiziert. Es ging um die postoperative Schmerztherapie, insbesondere bei orthopädischen Patienten mit Vioxx und Celebrex anstelle von den klassischen NSAIDs. Zweites Beispiel, was über die Ambitionen eines Einzelnen hinausgeht, ist dieses hier. Vor etwa einem Jahr, einige von Ihnen mögen sich vielleicht noch erinnern, weil es auch in der Presse recht intensiv diskutiert wurde, da ist eine Auftragsforschungsinstitution in Indien, ist aufgefallen und nachgewiesen worden, dass dort offensichtlich viele Studien gefälscht oder zumindest teilweise gefälscht wurden, was dazu geführt hat, dass das BfArM für 79 Medikamente die Zulassung bzw. die Verkaufsfähigkeit eingeschränkt hat. Gott sei Dank, muss man sagen, sind diese Fälle nicht so häufig, aber sie treten auf und wir müssen damit rechnen, dass solche Probleme bestehen können. Das zweite ist Zufall. Denken Sie mal an den Münzwurf, den klassischen Münzwurf. Wenn 50, im Moment sind wir hier 80 Personen, aber wenn ich Sie alle bitten würde, je 10-mal eine Münze zu schmeißen, was glauben Sie, wie das aussehen würde im Hinblick auf, wie häufig Sie Kopf bekommen würden? Mathematisch, statistisch lässt sich das einfach darstellen. Das wäre so, das ist die klassische Binomialverteilung und Sie sehen, bei 50 Experimenten würden wir eines erwarten, bei dem nur ein einziges Mal Kopf auftritt und eines erwarten, bei dem immerhin 9-mal Kopf auftritt. Ja, auch wenn alle von Ihnen wissen, dass wenn wir 1000-mal die Münze schmeißen, wir ziemlich genau bei 500 zu 500 landen werden. Aber wenn wir ein kleines Experiment durchführen, können solche extremen Ergebnisse auftreten. Gerta Rücker, eine Biometrikerin bei uns am Institut, hatte ich dann mal gebeten, das tatsächlich durchzuführen, experimentell sozusagen zu modellieren. Und das sind die Ergebnisse, die beobachteten Ereignisse, die herausgekommen sind. Und Sie sehen, dass wenn man das tatsächlich durchspielt, im Prinzip die Ergebnisse sogar hier zufällig noch extremer sind. Wir haben zweimal ein einziges Mal Kopf gehabt, jeweils zweimal Kopf und einmal 9-mal Kopf. Also im Prinzip extreme Ergebnisse aufgrund der kleinen Studiengröße. Und es ist ganz wichtig, dass man Zufall von Bias oder systematischen Fehlern unterscheidet. Zufällige Fehler treten auf, insbesondere durch eine geringe Fallzahl, die dann zu einer geringen Messgenauigkeit führen. Und das ist ein häufiges Problem in Studien, insbesondere bei seltenen Erkrankungen oder seltenen Nebenwirkungen, die erst Jahre später auftreten. Dass wir nicht genau bestimmen können, wie groß denn tatsächlich die Effekte sind. Die systematischen Fehler oder der Bias und Confounding ist hier durch diese Abbildung dargestellt. Es geht nicht mehr darum, dass wir im Prinzip eine zufällige Streuung um den wahren Effekt haben, den Mittelwert hier, sondern dass im Prinzip systematisch unsere Messungen verschoben sind. Und diese systematischen Fehler können auftreten durch schlechte Planung, Durchführung oder auch Auswertung von Studien. Da sollte man meinen, dass das die Wissenschaft heute gelernt hat, damit umzugehen. Dem ist aber leider nicht so.
Ein Kollege, John Ioannidis aus Stanford mittlerweile, hat vor einigen Jahren sich mal die Mühe gemacht, die biomedizinische Literatur zu durchsuchen nach systematischen Fehlern. Aber nicht nur systematischen Fehlern in einzelnen Studien, sondern tatsächlich Artikel über das Vorkommen und die Plausibilität von systematischen Fehlern. Und ist immerhin auf über 230 solche Fehlerquellen gestoßen, die die Ergebnisse in klinischen Studien beeinflussen können. Der vierte Punkt, den ich hier ansprechen möchte, ist die selektive Dissemination. Auf diese Verzerrungsfehler gehe ich nachher nochmal ein. Die selektive Disseminierung von Ergebnissen oder Dissemination von Ergebnissen ist, wie man heutzutage weiß oder seit 10, 15 Jahren weiß, tatsächlich ein sehr großes Problem. Und ein Beispiel, auch das ist einigen von Ihnen vielleicht bekannt, ist dieses hier, das Reboxetin. Das ist ein selektiver Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, um den sich das insbesondere das IQWiG sehr verdient gemacht hat. Und zwar haben die im Rahmen ihrer Bewertung mal geschaut, wie die Ergebnisse aussehen in Studien, die publiziert wurden, versus diejenigen Studien, die nicht in einem Fachartikel publiziert wurden. Das IQWiG hat aufgrund seiner rechtlichen Position im System Zugriff auf diese Daten. Wenn Sie sich das mal hier anschauen, wir konzentrieren uns mal nur auf diesen oberen Teil, dann ist das der Endpunkt, der hier analysiert wurde, die Remission der depressiven Symptome. Dies hier ist ein sogenannter Forest Plot, so nennt man diese Form der Abbildungen. Im Detail müssen Sie, wenn Sie die noch nie gesehen haben, die nicht verstehen. Der wichtige Punkt ist, dass diese kleinen Striche mit den Quadraten hier den einzelnen Studien entsprechen. Das heißt, das ist eine Studie, das ist eine zweite Studie, eine dritte Studie, vierte Studie und so weiter. Insgesamt also 7 Studien. Und hier oben ist eine, von der Sie sehen, dass dieses Quadrat nicht ausgefüllt ist. Und es ist die einzige Studie, die in einem Fachartikel publiziert war. Es sind alle Studien, die die gleiche Intervention in einer vergleichbaren Dosierung bei vergleichbaren Patienten untersucht haben. Eine von 7 Studien ist publiziert worden. Und wenn Sie jetzt hier anschauen, es geht um Remission und ich sage Ihnen, dass auf der rechten Seite hier sozusagen das positive Ergebnis zu vermelden ist, dann muss man sagen, toll, diese Studie hat statistisch signifikant, es ist gegeben, weil diese Studie hier, dieses Konfidenzintervall nennt man das, diesen waagerechten Strich, diese senkrechte Linie hier nicht schneidet. Diese eine Studie hat statistisch signifikant einen Vorteil von Reboxetin nachgewiesen. Alle anderen 6 Studien, und nach dem, was ich Ihnen gerade gesagt habe, wissen Sie jetzt, dass die keinen statistisch signifikanten Unterschied gefunden haben, weil sie alle diese senkrechte Linie schneiden, sind nicht publiziert worden. Wenn man sich das anschaut, ist nicht verwunderlich, dass der erste Eindruck sozusagen war, dass das hier ganz toll wirkt, dieses Medikament. Aber in der Summe aller Studien, muss man sagen, entsteht hier eine Schieflage, die sehr problematisch ist, weil 6 andere Studien, die keinen Unterschied gefunden haben, nicht publiziert wurden. Und das Gleiche gilt für einen anderen Endpunkt. Und wenn man diesen Artikel genauer anschaut, dann sieht man auch, dass wenn es um die Nebenwirkungen geht, interessanterweise insbesondere die Studien veröffentlicht wurden, die keine Unterschiede gefunden haben. Und bei den Nebenwirkungen die Studien, die Unterschiede, nämlich zu Ungunsten des Reboxetin gefunden haben, leider nicht veröffentlicht wurden. Also aus unserer methodischer Sicht ein klassisches Beispiel, dass durch eine Auswahl von Ergebnissen und welche dann entsprechend publiziert werden, im Prinzip eine Schieflage der wissenschaftlichen Erkenntnis erzeugt wird. Und dieses Problem ist nicht nur gegeben für ein einzelnes Medikament wie Reboxetin, sondern wenn Sie sich diese Abbildung mal anschauen, ist es tatsächlich sehr dramatisch. Das hier ist die Anzahl der randomisierten, kontrollierten Studien. Was es damit auf sich hat, da gehe ich nachher noch einmal ganz kurz drauf ein. Randomisierte, kontrollierte Studien. Pro Jahr haben wir im Moment ca. 20.000 randomisierte, kontrollierte Studien. Das ist der Goldstandard, wenn Sie so wollen, der klinischen Studien, die pro Jahr in medizinischen Fachartikeln veröffentlicht werden und in der Datenbank Medline zur Verfügung stehen. Jetzt haben wir vor einigen Jahren mal ein Projekt gemacht in Freiburg. Da hatten wir Zugriff bekommen auf die Studienprotokolle, die bei der Ethikkommission in Freiburg eingereicht wurden zur Begutachtung. Und haben daraus die randomisierten, kontrollierten Studien ausgewählt, nachverfolgt und überprüft, ob diese Studien tatsächlich auch 8 Jahre später als Fachartikel veröffentlicht waren. Und da haben wir festgestellt, dass nur 48% dieser Studien, die in Freiburg von der Ethikkommission genehmigt wurden, tatsächlich auch veröffentlicht waren 8 Jahre später. Was relativ schockierend ist. Und ich kann Ihnen sagen, dass das jetzt nicht nur in Freiburg so aussieht, sondern tatsächlich weltweit. Es gibt eine Vielzahl von Studien, die genau sowas gemacht haben. Mittlerweile mehrere hunderte Studien, die so
Studienprotokolle oder Abstract, also Kurzpräsentationen bei Kongressen, nachverfolgt haben. Und alle kommen mehr oder weniger zu diesem Ergebnis, dass etwa jede zweite Studie nicht veröffentlicht wird. Das heißt, dieses Bild sieht eigentlich so aus, wenn wir uns die Forschungsaktivität anschauen. Wir müssen davon ausgehen, dass so viele randomisierte Studien pro Jahr durchgeführt werden oder durchgeführt wurden und etwa 50% pro Jahr davon nicht publiziert werden. Und das ist etwas, was einem natürlich nicht gefallen kann. Denn, wie ich Ihnen an dem Beispiel von Reboxetin gezeigt habe, es geht ja nicht nur darum, dass diese Studien zufällig ausgewählt werden, dass sie publiziert werden oder nicht publiziert werden. Im Gegenteil, es gibt in der Regel Gründe, die mit den Ergebnissen zusammenhängen. Und das ist das, was problematisch ist. Es werden dann immer die Studien, nicht immer, aber häufig diejenigen Studien bevorzugt publiziert, die positive Ergebnisse zeigen. Und dass dadurch eine Schieflage entsteht, können Sie sich leicht vorstellen. Wenn man das mal zusammenfasst, was dort passiert im Hinblick auf selektive Dissemination, dann ist das Ganze natürlich noch etwas komplexer als das, was ich Ihnen jetzt da in der Kürze dargestellt habe. Das, was man zuerst festgestellt hat und was sich auch klassischerweise Publikationsbias nennt, ist das Verschwinden ganzer Studien. Dass Studien durchgeführt werden, ein Set von 10 Studien und wie beim Reboxetin aus den 7 Studien nur eine einzige publiziert wird. Heutzutage weiß man aber auch, dass das noch viel differenzierter stattfinden kann, diese Beeinflussung der Information, die dann tatsächlich disseminiert wird. Nämlich durch das Unterdrücken von Informationen aus Studien. Das heißt, welche Endpunkte berichtet werden. Dass vielleicht nur die positiven Veränderungen berichtet werden in einem Studienbericht und die negativen Effekte, zum Beispiel Nebenwirkungen, nicht so detailliert dargestellt werden. Oder dass auch die Auswahl der Analysen, der statistischen Analysen und Berechnungen, die man mit Studiendaten durchführen kann, so ausgewählt werden, dass der Eindruck der Ergebnisse optimal ist und nicht eher ungünstig, wie vielleicht eine andere Analyse darstellt. Und das, wenn Sie so wollen, nicht unbedingt heimtückischste, aber doch auch ein sehr häufiges Phänomen, was nicht so leicht festzustellen ist, insbesondere wenn man aufgrund der Zeitknappheit vielleicht nur die Schlussfolgerung in einem Abstract oder die Diskussion eines Fachartikels liest, ist dieses hier, die systematische Fehl- oder Überinterpretation von den eigentlichen Ergebnissen. Es ist auch sehr gut belegt empirisch, dass häufig die Ergebnisse richtig analysiert wurden, wenn Sie so wollen. Das heißt, wenn Sie in die Tabellen reinschauen würden und in die Ergebnisse, dann ist das tatsächlich nach bestem Wissen und Gewissen eine angemessene Analyse, aber die Interpretation schießt über das Ziel hinaus. Und das nennt sich Spinnen. Das heißt, dieses selektive Berichten, wie an diesem Beispiel von Reboxetin auch dargestellt, ist tatsächlich sehr schädlich und kann zu dramatischen Fehlschlüssen führen. Wenn wir jetzt versuchen, all diese 4 Probleme, Betrug, Zufall, Bias, systematische Dissemination zusammenzufassen, dann hat das auch hier wieder Herr Ioannidis in einem übrigens mit am meisten zitierten wissenschaftlichen medizinischen Artikel überhaupt zusammengefasst, 2005, glaube ich, veröffentlicht, unter dem schönen Titel Why Most Published Research Findings Are False. Wenn man das mal hier rausvergrößert, dann muss man sagen, seine Interpretation ist, dass im Prinzip dieses Problem der niedrigen Rate oder der hohen Rate der Nichtreplikation von Studienergebnissen im Wesentlichen darauf beruht, dass man häufig abschließende Schlussfolgerungen auf der Basis einzelner, kleiner Studien, möglicherweise auch noch mit systematischen Fehlern, zieht. Die wesentlichen Punkte, die er hier inhaltlich herausgreift, sind die folgenden. Ergebnisse ganz allgemein in klinischen Studien sind umso unwahrscheinlicher richtig oder auch in der biomedizinischen Grundlagenforschung, wenn Sie so wollen, je kleiner eine Studie ist. Macht Sinn, denken Sie an die Münze, wenn Sie die ein paar Mal schmeißen, kann was Extremes rauskommen. Wenn Sie die 500 oder 1000 Mal geschmissen haben, dann sind Sie relativ nah bei der Wahrheit. Je kleiner die Effektstärken sind, ist der zweite Punkt. Wenn wir nur kleine Effekte sehen, auch dann ist es wieder wahrscheinlicher, dass aufgrund des Zufalls oder kleiner systematischer Fehler in der Studienplanung und Durchführung diese falsch positiven Ergebnisse herauskommen. Dritter Punkt, je größer und je weniger selektioniert die Anzahl der untersuchten Zusammenhänge und Wirkungen ist. Auch das ist etwas, was man sich vielleicht einmal klar machen muss. Wenn ich in einem Experiment 20 Endpunkte messe, Endpunkte ist das, was als Ereignis auftreten kann, Versterben, Nebenwirkung 1, gesundheitlicher Vorteil Nummer 2. Wenn ich 20 Sachen messe, unabhängig voneinander in einer Studie,
mit einem P-Wert von 0,05, das ist das, was klassischerweise in Studien verwendet wird, dann ist im Durchschnitt eine Messung davon aufgrund des Zufalls unterschiedlich. Selbst wenn die beiden Interventionen keinen einzigen Unterschied haben. Das ist diese arbiträr gewählte Schwelle von einem P-Wert von 0,05, dass wir eine Fehlerwahrscheinlichkeit von 5% akzeptieren und damit von 20 Untersuchungen eine aufgrund des Zufalls statistisch signifikant ist. Und das ist das, was hier angesprochen wird. Je mehr und je weniger selektioniert ich einfach teste, wenn Sie so wollen, umso eher finde ich etwas, was aufgrund des Zufalls einen Zusammenhang oder einen Effekt suggeriert. Der vierte Punkt ist, je flexibler ich in der Art und Weise bin, wie ich an meine klinische Studie oder meine Testung und mein Problem herangehe, umso wahrscheinlicher ist es, dass ich aufgrund der verschiedenen Biasformen, die bestehen können, mein Ergebnis in eine Richtung ein kleines bisschen beeinflusse, sodass tatsächlich wieder ein Unterschied herauskommt. Also das, was häufig als Vorteil gesehen wird, dass man verschiedene Ansätze wählt, kann auch Nachteile mit sich bringen, weil aufgrund der verschiedenen Schwächen von verschiedenen Studiendesigns eines dazu führen kann, dass die Wahrscheinlichkeit noch ein kleines bisschen höher geht, dass ich einen falsch positiven Zusammenhang finde. Das ist das, was Herr Ludwig angesprochen hat, über das wir uns alle, glaube ich, mittlerweile recht bewusst sind. Je größer die finanziellen und akademischen Interessenskonflikte bzw. auch wissenschaftlichen Überzeugungen sind, es muss nicht immer nur finanziell sein, es kann auch meine eigene Überzeugung sein, dass die Intervention jetzt gut ist, weil ich sie entwickelt habe und bei der Entwicklung beteiligt war, auch dann mag das dazu führen, dass ich diese Ergebnisse überinterpretiere. Und hier, und das ist im Prinzip ähnlich gelagert wie das Problem der vielen Untersuchungen, die angesagt ein Thema ist, mit mehr involvierten wissenschaftlichen Arbeitsgruppen, umso mehr Forschung wird in diesem Bereich betrieben und auch umso größer ist hier wieder die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann irgendwann falsch positive Ergebnisse generiere. Gut, wie können wir denn das jetzt alles in den Griff kriegen? Es gibt, wie gesagt, jede Menge Forschung. Wir haben ein gewisses Risiko aufgrund dieser vier Probleme, dass wir falsch positive Ergebnisse haben. Ein wesentliches Instrument, und das ist auch das, was wir am Cochrane-Zentrum, und da komme ich her, regelmäßig als Teil unserer täglichen Arbeit durchführen, sind systematische Übersichtsarbeiten. Diese systematischen Übersichtsarbeiten unterteilen sich, wenn Sie so möchten, in 5 Arbeitsschritte, die versuchen, diese Probleme auch zu adressieren. Das erste ist, wenn Sie wollen, recht banal, man braucht eine klare Fragestellung. Dann wird die Literatur durchsucht. Es geht nicht darum, eine einzelne Studie mal zu finden, die irgendetwas gezeigt hat, sondern im Prinzip alle Studien zu identifizieren, die eine Fragestellung untersucht haben. Dann, und das ist ein ganz zentraler Teil, ist die Qualitätsbewertung der Studien. Der vierte Punkt ist dann die Zusammenfassung dieser Studien und gegebenenfalls die statistische Synthese der einzelnen Studien. Und das nennt man dann Meta-Analyse. Und letzten Endes dann Interpretation. Wenn wir uns diese Schritte einmal genauer kurz anschauen, dann ist der erste Schritt, das sagte ich schon, eine klare Fragestellung. Ich muss mir also überlegen, dass hier für diese Begrifflichkeiten steht dieses Akronym, P für Patient oder Population, I für Intervention, C für Comparison oder Vergleichsintervention und O für Outcomes, Endpunkte oder Zielgrößen. Das heißt, ich muss mir überlegen, welche Intervention im Vergleich zu welcher Alternative interessiert mich denn jetzt wirklich, in welcher Population, im Hinblick auf welche Zielgrößen. Und das muss ich mir vorher genau überlegen, denn das definiert ja, welche Studien dann in Frage kommen und eingeschlossen gehören in meine systematische Übersichtsarbeit. Der zweite Punkt, auch hier nur ganz kurz, die Literaturrecherche. Die Grundidee ist, eine Suche durchzuführen, die idealerweise alle Studien einschließt und berücksichtigt, die zu einer Fragestellung durchgeführt wurden. Auf der Rationale, je besser die Suche ist, desto eher wird das Ergebnis der Arbeit der tatsächlichen Wirklichkeit auch entsprechen. Die Probleme bei so einer systematischen Literaturrecherche, wie wir das nennen, sind allerdings vielfältig. Einige hatte ich schon genannt. Viele Forschungsergebnisse werden gar nicht veröffentlicht. Viele Ergebnisse werden nicht in Zeitschriften veröffentlicht. Nicht alle Zeitschriften sind in den großen Datenbanken enthalten, nicht alle Arbeiten, die in den Datenbanken indexiert sind, lassen sich leicht beziehen. Und selbst wenn ich dann diese Publikationen vorliegen habe, fehlen häufig wichtige methodische Informationen, um tatsächlich zu verstehen, was in den Studien gemacht wurde und welche Ergebnisse diese Studien erbracht haben. Und das ist das, was ich Ihnen hier mitgeben möchte, wird ein relativ hoher Aufwand im Rahmen von solchen systematischen Übersichtsarbeiten betrieben,
tatsächlich sicherzustellen, dass nach Möglichkeit alle durchgeführten Studien auch identifiziert werden. Der dritte Schritt ist die Qualitätsbewertung und hier möchte ich noch mal ein bisschen detaillierter darauf eingehen. Und zwar geht es darum, die Studien zu bewerten, wie vertrauenswürdig denn die Ergebnisse dieser einzelnen Studien tatsächlich sind. Und dann gibt es drei Leitfragen, wenn Sie so wollen, an denen man sich orientiert. Wir versuchen, die Studienqualität einzuschätzen. Das heißt, wie gut wurden die Studien durchgeführt, um tatsächlich das zu messen, was Sie auch sagen, was Sie messen wollen. Das heißt, wir versuchen, die interne Validität zu bestimmen. Oder auch uns Gedanken zu machen, um das Vorgehen oder welche Maßnahmen getroffen wurden, um systematische Fehler zu vermeiden. Und erst wenn man das Gefühl hat, dass das eine gute Studie war, schaut man sich im Prinzip diesen nächsten Schritt an. Wie sind denn die Ergebnisse? Denn wenn die Studie so schlecht war, dass sie eigentlich gar keine vernünftigen, validen Ergebnisse liefern kann, dann brauche ich mir die Ergebnisse im Prinzip auch gar nicht genau anzuschauen. Also wenn das hier oben gegeben ist, dann gucken wir, wie groß sind denn tatsächlich diese Effekte. Und ein zweiter Punkt, den man häufig auch mal vergisst, ist, wie präzise ist diese Schätzung? Mit anderen Worten, wie viel Unsicherheit herrscht denn, wie viel statistische Unsicherheit um diesen Effektschätzer, der jetzt in der einzelnen Studie ermittelt wurde. Und als dritte Ebene dann, wie repräsentativ waren die Patienten denn für die Patienten, die tatsächlich in der Versorgung vorkommen, das nennt man auch externe Validität, sind denn tatsächlich auch alle Zielgruppen untersucht worden, die relevant sind, um eine Versorgungsentscheidung zu treffen und wurden insbesondere auch Schadensaspekte entsprechend berücksichtigt. Wenn wir jetzt versuchen, diese Studien zu bewerten, gibt es natürlich gewisse Kriterien und auf einige von denen möchte ich jetzt noch mal ganz kurz mit Ihnen eingehen. Wenn wir über Therapiestudien reden, gibt es einige allgemeine Überlegungen, die man hier anstellen kann. Das erste ist, wir brauchen eine Vergleichsgruppe, denn uns interessiert ja, ob A besser ist als B. Und damit wir feststellen können, ob A besser ist als B, brauchen wir eine Vergleichsgruppe. Die Patienten dieser sogenannten Kontrollgruppe erhalten entweder eine Standardtherapie oder bleiben unbehandelt oder bekommen Placebo, also ein nicht wirksames Scheinmedikament. Die Zusammensetzung, und das ist ein wesentlicher Knackpunkt der klinischen Studie, wenn Sie so wollen, die Zusammensetzung der Kontroll- und Behandlungsgruppe soll so ähnlich wie möglich sein. Denn nur dann können wir valide Schlussfolgerungen ziehen im Hinblick auf die Wirksamkeit unserer Therapie. Und das ist das, was im Prinzip hier unten schon dasteht. Wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie wir Kontrollgruppen generieren können in unseren klinischen Studien, dann ist eine Variante diese hier. Historische Vergleichsgruppen. Und es gibt einige, und es ist hier schon aufgeführt, sind leider nur scheinbare Vorteile von historischen Kontrollgruppen. Wir sparen eine zeitgleiche Kontrollgruppe ein, wir brauchen eine geringere Anzahl von Patienten, deswegen, das bedingt geringere Kosten und die Patienten müssen nicht einer eventuell schlechteren Kontrollbehandlung ausgesetzt werden. Also auf ersten Blick, wenn Sie so wollen, plausible Gründe, die es einfacher machen würden, kostengünstiger und auch möglicherweise schneller Studien durchzuführen, indem wir Patienten, die wir heute behandeln, vergleichen mit Patienten, die vor 10 Jahren behandelt wurden mit der gleichen Erkrankung. Aber es gibt immense Probleme und die Probleme sind so gravierend mit historischen Kontrollgruppen, zumindest in der Regel, warum man das nicht machen sollte und auch Studien, die mit historischen Kontrollgruppen arbeiten, mit großer Vorsicht zu genießen sind. Das eine ist der Zeittrend. Es kann ja sein, dass heute die Supportivtherapie, die Diagnostik im Hinblick auf eine Erkrankung und insbesondere auch Komplikationen möglicherweise so weit fortgeschritten ist, dass alleine diese Veränderung über die Zeit dazu führt, dass es den Patienten, die heute behandelt wird, besser geht, unabhängig von der neuen Therapie, die wir ihnen jetzt heute geben, als den Patienten vor 10 Jahren. Das ist dieser Zeittrend, den wir bei diesen historischen Vergleichen im Prinzip nicht wirklich quantifizieren können und damit auch nicht herausrechnen können. Es gibt aber noch ein zweites Problem und das ist dieser hier, bewusste oder unbewusste Selektion. Es ist auch hier wieder vorstellbar, dass die Patienten, die ich heute in meiner Studie einschließe, weil ich möglicherweise eben eine starke Überzeugung davon bin, dass meine neu entwickelte Therapie besser ist, dass ich bewusst oder teilweise eben auch unbewusst Patienten einschließe in meine Studie, die vielleicht ein kleines bisschen weniger krank sind, als die Patienten in der historischen Kontrollgruppe eingeschlossen waren. Und auch das führt dann wieder dazu, dass meine Ergebnisse am Ende des Tages mir suggerieren, dass die Patienten heute es denen besser geht als vor 10 Jahren und der Grund ist aber nicht, dass die Therapie besser ist, sondern weil ich im Prinzip Patienten ausgewählt habe, die ein geringeres Risiko haben, zu versterben oder Komplikationen zu entwickeln. Das heißt, wenn man das zusammenfasst, muss man sagen,
historische Vergleiche ist etwas, was sich in aller Regel nicht eignet, um Therapieverfahren valide zu evaluieren. Das heißt, wir brauchen mindestens mal Beobachtungsstudien. Gucken wir uns mal ein Beispiel an, schon einige Jahre her, auch aus der Freiburger Uniklinik. Da ging es um die Evaluation von prognostischen Faktoren beim frühen Cervixkarzinom. Und 212 nicht vorbehandelte Patientinnen mit Diagnose Cervixkarzinom, FIGO Stadium 1b, also frühen Tumorstadien, wurden entsprechend eingeschlossen. Behandlung erfolgte in den 80er Jahren und aus den Krankenakten wurden Informationen zu prognostischen Faktoren, zu Behandlungsmodalitäten, also insbesondere Operationen und Strahlentherapie, aber dann eben auch zum Verlauf der Erkrankung und zum Überleben extrahiert. Und dann wurden diese Sachen ausgewertet. Und die Ergebnisse, wenn man diese Daten einfach mal ohne weitere Berücksichtigung von Faktoren auswertet, ist dieses hier. Und das ist relativ erstaunlich. Das sind die Überlebensraten gemäß dem Bestrahlungsstatus. Und das ist ein Ergebnis, was den Strahlentherapeuten nicht so gefallen würde. Denn wenn man sich das anschaut, muss man sagen, hier am Anfang der Studie leben alle Patienten. Hier ist die Zeitachse, das heißt, über die Jahre versterben die Patienten. Und die gestrichelte Linie zeigt das Überleben der Patienten an, die Bestrahlung bekommen haben. Und wenn man sich das anschaut, muss man sagen, okay, die sind offensichtlich deutlich mehr verstorben als die Patienten, die nicht bestrahlt wurden. Und das ist, wie gesagt, nicht das, was der Strahlentherapeut hoffen würde. Trotzdem sind das, die können schon rechnen in Freiburg, auch vor 30 Jahren. Das sind die Ergebnisse, die diese Studie erbracht hat. Aber die Jungs damals waren auch clever oder Mädels, wenn man so möchte. Die haben sich das nochmal genauer angeschaut und festgestellt, dass es offensichtlich Unterschiede zwischen diesen beiden Behandlungsgruppen gibt. Und zwar insbesondere in der Altersstruktur. Und hier sehen Sie die beiden Gruppen aufgeführt. Das ist die Gruppe der Patienten, die keine Strahlentherapie bekommen haben. Und das ist die Gruppe der Patienten, die mit Strahlentherapie behandelt wurden. Und offensichtlich war die Gruppe der mit Strahlentherapie behandelten Patientinnen älter. Und das ist natürlich ein Risikofaktor für Versterben. Und hier gibt es in einem zweiten Merkmal wesentliche Unterschiede. Das ist das Tumorstadium. Und auch hier sehen Sie, dass die Patienten in der Gruppe, die bestrahlt wurden, insgesamt deutlich häufiger ein höhergradiges Tumorstadium aufgewiesen haben, als die Patienten in der Patientengruppe, die nicht bestrahlt wurde. Das bedeutet, man kann sich eben durchaus vorstellen, dass diese zunächst eher überraschenden Ergebnisse vielleicht gar nichts primär mit der Strahlentherapie zu tun haben, sondern im Prinzip im Wesentlichen auf diese Faktoren und diese Gruppenunterschiede zurückzuführen sind. Und die Strahlentherapie möglicherweise diesen Unterschied vielleicht sogar abgemildert haben und eigentlich der Unterschied hier noch viel größer gewesen wäre. Okay? Gut, das heißt, wenn wir das wieder versuchen zusammenzufassen, muss man sagen, wenn wir über Therapieevaluation nachdenken, historischer Vergleich funktioniert nicht, Beobachtungsstudie auch in aller Regel nicht ausreichend sicher, was die systematische Fehlerwahrscheinlichkeit angeht. Das heißt, was wir brauchen, sind placebo-kontrollierte, randomisierte, doppelblinde Studien. Was es damit auf sich hat, möchte ich ganz kurz darstellen. Und das spiegelt sich auch in diesen klassischen Evidenzhierarchien wieder, die viele von Ihnen vielleicht auch schon mal irgendwo gesehen haben. Denn die RCTs, das ist die Abkürzung für randomisierte, kontrollierte Studien, stehen da ganz oben für die Therapieevaluation. Dann gibt es Kohortenstudien, Fallkontrollstudien und so weiter und so fort. Der Grund für diese hierarchische Darstellung sind tatsächlich diese systematischen Fehler oder Biases, die in Studien auftreten können. Gucken wir uns noch mal kurz an, was es mit diesen randomisierten, kontrollierten Studien auf sich hat. Im Prinzip, was wir versuchen, ist, ein naturwissenschaftliches Experiment durchzuführen. Das ist natürlich in der Patientenversorgung nicht so leicht zu realisieren. Das heißt, wir kommen den Voraussetzungen eines Experimentes am nächsten, wenn wir so eine randomisierte Studie durchführen. Und im Prinzip, Patienten, die für eine Studie in Frage kommen, werden evaluiert, ob sie Einschlusskriterien für diese Studie erfüllen. Und wenn das gegeben ist, werden sie zufällig, und das ist das, was es mit dem Randomisierten auf sich hat, werden sie zufällig unseren beiden Behandlungsalternativen zugeordnet. Die Vorteile davon sind die folgenden. Es sichert eine gleichmäßige Verteilung der Bekannten, und das ist das ganz entscheidende Unterschied, auch der unbekannten Einflussgrößen. Das heißt, wir generieren im Prinzip durch diese Randomisierung zwei vergleichbare Behandlungsgruppen, erst recht, wenn die Studie ausreichend groß ist. Und wir umgehen damit das Problem, was Sie bei der Cervixkarzinom-Studie gesehen haben, dass in der einen Patientengruppe ältere Patienten sind mit einem höheren Tumorstadium als in der anderen Gruppe.
Und dadurch, dass die zufällig den beiden Gruppen zugeteilt werden, sind alle bekannten und insbesondere eben auch die unbekannten Merkmale, zum Beispiel genetische Faktoren, die die Freiburger Kollegen damals nicht berücksichtigen konnten bei der fortgeschrittenen Auswertung, gleich verteilt zwischen diesen beiden Gruppen. Ein zweites wesentliches Merkmal von Therapiestudien ist die Verblindung. Auch das ist etwas, was einigen von Ihnen, vielleicht auch allen, prinzipiell bekannt ist. Es geht darum, dass man nicht weiß als behandelnder Arzt oder auch Patient, welches Therapieverfahren man in dieser Studie bekommt. Wenn ich das versuche jetzt zusammenzufassen, muss man sagen, wir haben verschiedene Biasquellen in klinischen Studien. Ein wesentlicher ist der sogenannte Selektionsbias oder auch die systematischen Unterschiede in der Zusammensetzung der Gruppen. Das ist das, was wir uns vorher angeschaut hatten bei dieser Zervixkarzinomstudie. Und dieses Problem kann ich in den Griff kriegen durch eine vernünftige Randomisation, indem ich sicherstelle, dass alle Merkmale gleich verteilt werden zwischen den Gruppen. Das zweite ist der sogenannte Performance Bias oder systematische Unterschiede in den sonstigen Behandlungsbedingungen. Auch das ist etwas Wichtiges natürlich, wenn ich meine Patientin der einen Gruppe viel intensiver mit Supportivtherapie und Kontrolluntersuchungen betreue als meine Vergleichsgruppe, kann allein diese unterschiedliche Supportivbehandlung dazu führen, dass es der einen Gruppe besser geht am Ende der Studie als meiner anderen Gruppe. Und dieses Problem des Performance Bias kann ich umgehen durch eine vernünftige Verblindung. Wenn der behandelnde Arzt und der Patient nicht weiß, welche Therapie er bekommt, kann ich das hier vermeiden. Die Verblindung sichert auch gegen den sogenannten Detektionsbias, das heißt systematische Unterschiede bei der Bewertung der Ergebnisse. Ja, denn auch hier können wieder Fehler auftreten, wenn ich weiß, dass mein Patient die neue Therapie bekommen hat und ich als Radiologe das Röntgenbild oder den Ultraschall durchführe und mir anschaue, wie doll der Tumor abgenommen hat und ich bin davon überzeugt, dass das was wirkt, das Zeug, was der bekommen hat, dann kann das sein, dass ich das ein kleines bisschen kleiner messe, als wenn ich weiß, der hat eine Kontrolltherapie oder keine Behandlung bekommen. Und der vierte Punkt, auf den ich nicht weiter eingehen möchte, außer ihn kurz zu erwähnen, ist der sogenannte Attrition Bias. Es ist bekannt, dass nicht alle Patienten klinische Studien abschließen. Dafür gibt es gute Gründe. Aber es kann auch sein, dass es dadurch systematische Unterschiede entstehen zwischen den Patienten, die in dem einen Therapiearm aus der Studie ausgeschieden sind, versus dem anderen Therapiearm. Nämlich zum Beispiel aufgrund von Nebenwirkungen oder Nicht-Ansprechen auf die Therapie. Und wenn diese Gründe vorliegen, kann das zu systematischen Gruppenunterschieden führen, die mir dann meine Ergebnisse am Ende wieder verfälschen. Kann man berücksichtigen durch eine angemessene Analyse. Das Schlagwort hier ist Intention to Treat. Wie das im Detail funktioniert, soll uns jetzt hier nicht interessieren. Wichtig ist, und das ist das, was Sie mitnehmen sollten aus meiner Sicht, viele dieser Biasformen sind mittlerweile bekannt, die in klinischen Studien auftreten können. Wir wissen zumindest theoretisch, wie wir damit umgehen können und haben hier entsprechende Instrumente an der Hand. Aber man muss sie auch einsetzen bei der Durchführung von klinischen Studien und sie müssen auch richtig eingesetzt werden. Und als Nutzer von Evidenz, und das ist ja das, was uns heute hier auch interessiert, ist es auch nicht verkehrt, wenn man diese Begriffe zumindest mal gehört hat und erkennen kann, ob das in Studien durchgeführt wurde oder eben nicht. In diesen systematischen Übersichtsarbeiten, und da schließt sich jetzt der Bogen wieder so ein bisschen, hatte ich Ihnen gesagt, wird das natürlich gemacht. Wir werden, oder jede Studie, die in systematischen Übersichtsarbeiten eingeschlossen ist, wird detailliert qualitätsbewertet und die Ergebnisse werden dann im Rahmen von Cochrane Reviews, und das sind auch systematische Übersichtsarbeiten, die wir erstellen, diese Cochrane Reviews, zum Beispiel in Form von solchen grafischen Schaubildern dargestellt, wo man dann relativ leicht sehen kann, über alle Studien hinweg, ob die vernünftig randomisiert waren, ob hier entsprechend verblindet war und ob es weitere Probleme gegeben hat, die zur Verzerrung von Studienergebnissen beitragen können. So weit, so gut. Jetzt ist es aber leider so, und auch das weiß man heute, weil sich die Methodik auch weiterentwickelt, dass es nicht ausreicht, nur Studiendesign anzuschauen oder auch diese systematischen Fehler. Denken Sie an dieses Beispiel hier. Kein Mensch würde sagen, wir brauchen randomisierte Studien, um zu evaluieren, ob Fallschirme funktionieren. Wir sind alle fest davon überzeugt, aus gutem Grund, dass Fallschirme funktionieren. Das heißt, Evidenzbewertung ist irgendwie komplizierter noch als Studiendesign und systematische Fehler innerhalb der Studien. Und eine Methodik, die sich da zunehmend durchgesetzt hat, die ich hier ganz kurz erwähnen möchte, ist die sogenannte GRADE-Methodik. Das ist eine Abkürzung, die für einen relativ komplizierten Algorithmus der Evidenzbewertung steht. Das ist ein System, was sich, wie gesagt, seit 10, 15 Jahren etabliert hat von einer internationalen Gruppe von Methodikern und
leitenden Entwicklern und klinischen Forschern entwickelt wurde, ist auf Englisch publiziert und auch auf Deutsch in der CEFQ. Das ist eine ganze Serie von Fachartikeln, die sich im Prinzip mit Qualitätsbewertung beschäftigt. Und dieses System hat einige Vorteile, geht eben darüber hinaus, nur Studiendesign und oder systematische Fehlerbiase anzuschauen. Und entsprechend wird es mittlerweile von mehr als 80 oder 90 Organisationen weltweit eingesetzt, unter anderem auch von der WHO, von der Cochrane Collaboration und von vielen großen amerikanischen und kanadischen und britischen Institutionen. Das ist alles, was ich Ihnen zu GRADE zeigen möchte, weil ich Ihnen schon angekündigt hatte, es geht über Studiendesign und methodische Mängel hinaus. Wenn Sie hier schauen, wie die Qualität der Evidenz bewertet wird, und hierfür gibt es 4 Kategorien, wird selbstverständlich Studiendesign berücksichtigt, denn ich hatte Ihnen gesagt, diese randomisierten Studien, der Goldstandard, haben viele Vorteile gegenüber Beobachtungsstudien oder gar historischen Vergleichen. Selbstverständlich werden auch die Mängel in der Studienmethodik, also sprich diese Biasform, die wir uns ein bisschen angeschaut hatten, berücksichtigt und bewertet. Aber es gibt eben noch einige andere Kriterien, die dazu beitragen können, dass Ergebnisse nicht so vertrauenswürdig sind und damit nicht so hohe Qualität bieten. Nämlich wenn Studienergebnisse über verschiedene Studien hinweg sehr unterschiedlich gelagert sind, wenn wir eine fehlende Übertragbarkeit haben oder eine Diskrepanz zwischen den Patienten, die in den Studien eingeschlossen wurden und denen, die wir tatsächlich jetzt behandeln. Das ist das, was mit Indirektheit hier angesprochen wird. Dann fehlende Präzision, das ist im Prinzip das Problem des Zufalls und der Münze. Wenn wir zu wenig oder zu kleine Studien haben, dann verringert das auch die Vertrauenswürdigkeit von Ergebnissen. Und hier unter Publication Bias das Problem, was ich Disseminations Bias genannt hatte, auch das trägt natürlich zur Vertrauenswürdigkeit von Studienergebnissen dar. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Faktoren, die unser Vertrauen in Ergebnisse steigern können. Dazu gehören große Effekte, Dosis-Wirkungsbeziehungen und ein dritter Faktor, der mit ungleich verteilten Merkmalen zwischen Studiengruppen zu tun hat, sogenannten Confounder, auf die ich hier nicht im Detail eingehen möchte. Und das erklärt im Prinzip auch, warum wir so viel Vertrauen in die Wirksamkeit von Fallschirmen haben. Und wenn man mit einem solchen Ansatz wie dem GRADE-Ansatz Evidenz für Fallschirme bewerten würde, dann käme da tatsächlich auch hohe Qualität der Evidenz raus, weil wir sehr große Effekte sehen für die Wirksamkeit von Fallschirmen und weil wir auch eine Dosis-Wirkungsbeziehung im Prinzip sehen für die Effekte von Fallschirmen. Und dann kommt das hier raus, was wir brauchen und nicht wie bei vielen anderen Systemen, bloß weil es keine RCTs gibt, man schließen müsste in einem System, dass es leider nur sehr niedrige Qualität für die Wirksamkeit von Fallschirmen gibt. Gut, der vierte Schritt in systematischen Übersichtsarbeiten sind die Meta-Analysen oder statistischen Zusammenfassungen. Es geht um die Zusammenfassung der Ergebnisse der Einzelstudien durch Bildung eines gewichteten, wie wir das nennen, Mittelwertes. Wie das statistisch-methodisch gemacht wird, steht hier unten. Das braucht Sie im Detail natürlich nicht zu interessieren. Der wichtige Punkt ist nur, dass nicht einfach die Studien aufsummiert werden. Denn dadurch können natürlich Fehler entstehen, weil große Studien vielleicht mehr Informationen oder nicht nur vielleicht, sondern mehr Informationen beitragen sollten zu unserem Mittelwert als eine sehr kleine Studie. So sieht das aus. Es ist so ein klassischer Forest Plot, also eine klassische Meta-Analyse. Hier geht es um adjuvante Corticosteroide für die Reduktion von Todesfällen bei neonataler bakterieller Meningitis. Da gab es offensichtlich nur 2 Studien. Das ist jetzt aus dem ganz aktuellen Cochrane Review, aus dem ich das rausgegriffen habe. Und wie Sie hier sehen können, hat eine Studie offensichtlich keinen Unterschied gefunden, allerdings nur an 52 Patienten. Das sehen Sie hier, 27 Patienten in der Behandlungsgruppe mit den Steroiden, 25 Patienten in der Behandlungsgruppe mit dem Placebo. Eine zweite Studie, etwas größer, aber insgesamt auch nur mit 80 Patienten, hat offensichtlich hier einen Unterschied gefunden. Und wenn man das zusammenfasst über beide Studien hinweg, kommt dieses Ergebnis raus mit einem Vorteil für die Steroide. Das heißt, diese Meta-Analysen erlauben uns, und das ist, wenn Sie so wollen, der Charme von Meta-Analysen, die Ergebnisse von mehreren Studien zusammenzufassen. Wir gewinnen dadurch an Genauigkeit, hier bei unserem gemeinsamen gepoolten Effektschätzer, und berücksichtigen aber auf dem Weg dorthin, wenn Sie so wollen, viele dieser Probleme, die wir vorher angesprochen hatten. Das heißt, in der Zusammenfassung muss man sagen, wenn wir hochwertige aktuelle systematische Übersichtsarbeiten haben, die gut durchgeführt wurden, dann sollten die alle relevante Evidenz berücksichtigt haben. Zumindest sofern sie irgendwie greifbar war. Wenn etwas gar nicht publiziert ist und keinerlei Hinweis darauf besteht, dass eine Studie durchgeführt wurde, dann ist es natürlich schwierig. Aber im Prinzip wird jede Menge Aufwand betrieben, alle Studien zu identifizieren.
Es erfolgt dann eine kritische Bewertung der Studienqualität, die auch beim Prozess der Zusammenfassung der Daten und der Interpretation der Daten dann entsprechend berücksichtigt wird. Diese Zusammenfassung erhöht die Präzision, wie wir das nennen, das heißt die Genauigkeit, die statistische Genauigkeit, mit der wir dann Vorhersagen machen können über die tatsächlichen Effekte und beinhaltet zumindest mittlerweile, und das gilt eigentlich für alle Cog-Reviews, auch eine kritische Bewertung der Gesamtqualität, die über Studiendesign und diese Fehler und über die klassischen Verzerrungsgefahren hinausgeht. Das heißt, wenn ich hier schon versuche, dann abschließend zusammenzufassen und zu einem Fazit zu kommen, muss man sagen, die vier Probleme, die ich Ihnen einführend genannt hatte, Betrug, Zufall, Bias und selektive Dissemination, die bestehen, da kommen wir nicht drum rum. Und das ist das, was es auch so schwierig macht, wenn man als Einzelperson mit der medizinischen Literatur arbeitet, weil man diesen Dingen kaum Herr werden kann. Aber das Mittel der systematischen Übersichtsarbeiten adressiert im Prinzip all diese vier Probleme, indem mit einem hohen Aufwand und die durchschnittliche Zeit, die vergeht, bis so ein Cochrane Review dann abgeschlossen ist, ist etwa 2 Jahre. Durch verschiedenste methodische Vorgehensweisen werden diese vier Probleme adressiert, wenn Sie so wollen, und die Qualität wird so gesichert. Aber, und das ist ein ganz zentrales Aber, und das führt mich dann auch gleich noch zu meinem Ausblick, es gilt dieses Überlegung, Garbage in, Garbage out, also wo Schrott reingeht, kommt auch nur Schrott raus. Und das ist was, was man sich immer wieder klar machen muss. Wenn die Studien schlecht sind, die in eine systematische Übersichtsarbeit reingehen, dann kann auch eine noch so gute systematische Übersichtsarbeit dieses Problem nicht beheben. Wenn die Studien zu klein sind, wenn die alle systematische Fehler aufweisen, dann kann eine systematische Übersichtsarbeit auf diese Probleme hinweisen, sie aber nicht korrigieren. Das heißt, wir brauchen im Prinzip Aktivitäten zur Verbesserung von Studiendurchführung, der Detailliertheit und Transparenz von Studienberichtungen und Transparenz über durchgeführte Studien hin, auch im Allgemeinen. Und erst wenn das tatsächlich gegeben ist, können systematische Übersichtsarbeiten, wenn Sie wollen, ihr volles Potenzial ausschöpfen. Und dann schließt sich aber noch ein weiteres Problem an, nämlich das Problem des Wissenstransfer. Denn all diese Dinge werden in der Regel im englischsprachigen Sprachraum durchgeführt. Also nicht in England, sondern auch eben in Deutschland, aber auf Englisch. Das heißt, damit es zu dem Nutzer in Deutschland, Frankreich oder Portugal oder auch im Jemen kommen kann, brauchen wir einen Wissenstransfer in den nationalen Sprachraum und Kulturraum. Und einige Aktivitäten in diese Richtung, sozusagen als positiven Ausblick, hier möchte ich noch ganz kurz erwähnen. Das eine ist das Equator Network, das ist eine Initiative aus Großbritannien, die sich im Prinzip dem Problem der schlechten Qualität von Studienberichten verschrieben hat. Als systematischer Übersichtsarbeitenersteller weiß ich sehr genau, dass viele Studienberichte leider nicht all die Informationen beinhalten, was schon gesagt, ich brauche, damit ich diese Studie vernünftig interpretieren kann. Hier werden Leitlinien erstellt und gesammelt, die Empfehlungen aussprechen, wie ein guter Studienbericht aussehen soll. Und das gilt für randomisierte Studien, Beobachtungsstudien, Fallberichte, Quality Improvement Studies und so weiter und so fort. Eine zweite Initiative ist diese hier, wo insbesondere das Lancet, eine große biomedizinische Fachzeitschrift, sehr aktiv ist. Die haben vor einigen Jahren schon gefordert, dass im Prinzip jede klinische Studie, die im Lancet veröffentlicht werden soll, beginnen soll mit einer systematischen Übersichtsarbeit, die erstmal darstellt, dass diese Studie notwendig war. Denn theoretisch ist es ja vorstellbar, dass diese medizinische Frage schon beantwortet ist und diese Studie gar nicht notwendig ist. Das heißt, es muss erstmal plausibel dargestellt werden und dann aber auch wieder schließen soll mit einer sozusagen aktualisierten systematischen Übersichtsarbeit, die Ergebnisse dieser neuen Studie gleich in den Gesamtkontext einordnet. Und zwar nicht nur narrativ, sondern tatsächlich formal den Kriterien einer systematischen Übersichtsarbeit genügend. Und der dritte Punkt, den ich hier kurz ansprechen möchte, ist dieser hier. Das ist im Prinzip der Ruf danach, dass es auch nach dem klassischen Peer Review, also sozusagen der Begutachtung eines Fachzeitschriftes vor Publikation in einer Fachzeitschrift, einen Prozess braucht, der sicherstellt, dass Ergebnisse auch danach noch weiter kritisch evaluiert und diskutiert werden. Denn auch das ist etwas, was natürlich notwendig ist, denn diejenigen von Ihnen, die mal wissenschaftlich gearbeitet haben, wissen, dass meistens 1, 2 oder maximal 3 Gutachter eine wissenschaftliche Publikationen begutachten, möglicherweise auch eigene Interessen verfolgen und dann wird die irgendwann publiziert in einer Form und ist nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss, insbesondere was die Interpretation von Ergebnissen angeht. Der letzte Punkt, den ich
Aspekten gesprochen hat als Ausblick, ist der Wissenstransfer. Und da möchte ich abschließend nur ganz kurz darauf hinweisen, dass dieses Problem Cochrane sehr wohl bewusst ist. Der eine oder andere wird vielleicht mal über ein Cochrane Review gestolpert sein und festgestellt haben, dass diese Dinger leider recht mühsam zu lesen sind. Das ist uns durchaus bewusst. Deswegen gibt es jetzt seit einigen Monaten unter anderem für die leichtere Verdaubarkeit einen Blog, den wir betreiben auf Deutsch, der sozusagen wesentliche Kernbotschaften von aktuellen Cochrane Reviews darstellt. Unter dem Namen wissenwaswirkt.org finden Sie dort ein-, zweimal pro Woche neue Informationen zu Cochrane Reviews. Und das Ganze gibt es natürlich auch noch ein kleines bisschen in einem wissenschaftlicheren Format, also ein Blog. Das ist die deutsche Webseite sozusagen der Cochrane Library, der Datenbank, auf der wir diese Cochrane Reviews publizieren. Und ein Kernelement von Cochrane Reviews ist schon seit vielen Jahren sogenannte laienverständliche Zusammenfassungen. Das heißt, da wird versucht, in etwas besser verständlicher Sprache, und das richtet sich nicht nur an medizinische Laien, sondern häufig vielleicht auch an Mediziner, die nicht gerade Neurochirurg sind, sondern Allgemeinmediziner und ein neurochirurgisches Cochrane Review lesen wollen, laienverständliche Zusammenfassungen, die wir dann auch auf Deutsch übersetzen, damit sie im Prinzip diese Sprachbarriere ein bisschen übergehen können. Und hiermit möchte ich schließen und mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Anmerkungen für den hervorragenden und wirklich tollen, anregenden Vortrag. Als Kliniker und Praktiker mache ich mir natürlich viele Sorgen, denn die Anforderungen, die Sie stellen, die führen dazu, dass wir, die da draußen sind und relevante Probleme in der Versorgung sehen, Fragestellungen nicht mehr richtig als Studie aufbauen können, weil die Anforderungen für einen Praktiker zu groß geworden sind. Wir können als Hausärzte zum Beispiel gar nicht so leicht eben mal RCTs erstellen. Das heißt, relevante Fragestellungen, die aus den Elfenbeintürmen der Universitäten vielleicht gar nicht gesehen werden, fallen raus aus Fragestellungen, die eigentlich beantwortet werden. Punkt zwei ist, dass wir durch diese hohen Anforderungen auch eine ganze Patientengruppe verlieren, die älteren Patienten, die aus ethischen Gründen nicht mehr aufgenommen werden. Das heißt, ich werde nachher über Diabetes berichten dürfen, ernsthaft wichtige Fragen, die in der Versorgung eine Rolle spielen, werden dort nicht mehr berücksichtigt und plötzlich auch in Meta-Analysen nicht mehr genannt. Und die dritte Anmerkung, die ich noch ganz wichtig finde, ist, auch die Zeitschriften haben einen ganz, ganz hohen Interessenskonflikt. Es wird in unserer merkwürdigen Wissenschaft immer nur publiziert, was erfolgreich ist. Das heißt, der Wissenschaftler, der in der Universität was erreichen will, der muss was machen, um seine blöden Impact-Punkte zu kriegen, weil wenn er die nicht bekommt, kriegt er keinen Lehrstuhl. Und gucken Sie sich selber an, Sie haben vorhin den Entdecker der Therapie von Skorbut mit Namen und Bild benennen können. Sie haben ein zweites Beispiel genannt, der Entdecker, der gesagt hat, Aderlast ist Mist, den kennen wir nicht, haben wir noch nie gehört. Wir kennen nur jemanden, der sich aktiv dagegen gewehrt hat. Und auch hier ist das Problem, unsere Lehrstühle werden von Leuten besetzt, die leider immer dazu gezwungen werden, irgendeinen positiven Effekt zu geben. Ich kann gerne versuchen, diese Punkte zu adressieren. Ich fange vielleicht mit dem letzten an. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht sozusagen. Dieses Problem der erhöhten Aufmerksamkeit auf positive Ergebnisse besteht. Da müssen wir, glaube ich, alle gemeinsam gegen anarbeiten, dass eine Wertschätzung auch für negative Ergebnisse und auch die Publikation von negativen Ergebnissen herrscht. Ich würde auch unterschreiben, dass die Fachzeitschriften dort eine wesentliche Rolle spielen, wobei jetzt wieder empirische Forschung nach den Gründen für Nichtpublikationen von Studien ergeben hat, dass die häufig die Gründe auf der Autorenseite noch eher liegen als sogar auf der Seite der Fachzeitschriften. Also, dass ich als Autor erst gar nicht den Aufwand betreibe oder als Wissenschaftler, diese Studie zusammenzuschreiben und zu einer Fachzeitschrift zu schicken, weil diese Ergebnisse eben jetzt nicht so positiv und toll sind, als dass die Zeitschriften sie ablehnen. Trotzdem gibt es sicherlich beide Probleme. Ich glaube, der wichtigere Punkt noch, den Sie angesprochen haben, sind diese ersten beiden. Im Prinzip mit der Diskrepanz zwischen methodischer Anforderung auf der einen Seite und der tatsächlichen Versorgung und der Relevanz von Problemen, die deswegen den Studien vielleicht dann zugänglich sind. Auch das kann ich prinzipiell natürlich unterstützen, aber ich würde da, wie soll ich sagen, nicht so sehr als Stellschraube adressieren, dass man die Qualität der Anforderungen an Studien herunterdrehen sollte, sondern dass man eher die Priorisierung der Forschung adressieren muss. Denn
insbesondere in dem Grade-System, mit dem ich eben sehr viel arbeite, wir reden darüber, das Vertrauen, was wir in die Effektschätze aus den Studien haben können. Das ist ja das, was uns interessiert. Und das soll hoch sein. Und diese Anforderung, davon sollten wir auch nicht zu leicht weggehen, dass wir ein hohes Vertrauen in die Ergebnisse von Studien oder auch systematischen Übersichtsarbeiten haben sollten. Um das zu erreichen, brauchen wir gewisse Maßnahmen in Studien. Und es hilft nicht zu sagen, bloß weil es eine seltene Erkrankung ist oder alte Patienten oder multimorbide Patienten, geben wir uns a priori mit weniger Vertrauen in Ergebnisse zufrieden. Wir müssen damit umgehen, dass wir weniger Vertrauen bekommen, weil diese Studien schwieriger und seltener sind. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Aber zu sagen, wir betrachten plötzlich eine Fallserie, bloß weil sie bei seltenen Erkrankungen durchgeführt wurde, als hohe Qualität der Evidenz, ist aus meiner Sicht nicht so sehr logisch. Ja. Insofern, die Lösung ist aus meiner Sicht nicht so sehr zu sagen, okay, wir geben uns damit zufrieden, sondern wir müssen gemeinsam darüber nachdenken, wie können wir Forschung so finanziell unterstützen und ermöglichen, dass wir eben auch Studien durchführen, da wo die Studien notwendig sind und vielleicht nicht die 20. oder 30. oder 40. Studie in einem universitären Setting an Patienten, bei denen wir schon 29 Studien haben, die belegt haben, dass eine Intervention etwas bringt. Und auch diese Dinge werden ja von Ethikkommissionen genehmigt und immer noch finanziert. Und ich glaube, das ist das größere Problem. Ja, auch von mir Kompliment für diesen sehr schön strukturierten, informativen Vortrag. Ich habe eine kurze Anmerkung und eine konkrete Frage. Anmerkung zum Ausblick. Wir werden ja in Europa, Gott sei Dank, jetzt in Zukunft den Zugang haben zu den klinischen Studienberichten. Das wird sicherlich noch eine Weile dauern, aber trotzdem ist es ein großer Fortschritt. Würde mich interessieren, genauso wie die Frage, dass diese Initiativen, dass die nicht publizierten Studien, darauf sind Sie am Anfang eingegangen, ausgewertet werden und Beispiel Paroxetin erstaunliche Ergebnisse bringen. Der zweite Punkt ist, durch die frühe Nutzenbewertung haben wir Informationen, gerade zu Arzneimittelstudien, die wir vorher nicht hatten. Es gibt ja eine sehr schöne Analyse aus dem EQUIC, die zeigt, wenn Sie die verschiedenen Informationsquellen, die uns Ärzten zur Verfügung stehen, also angefangen von dem europäischen Bewertungsbericht, den kaum ein Arzt jemals liest, über Registerberichte, vor allen Dingen die großen Studien im New England Journal, Lancet oder wo auch immer über diese Studien und dann letztlich im Rahmen der frühen Nutzenbewertung die Erkenntnisse, die man aus den Dossiers hat, dass das zwei unterschiedliche Welten sind. Wir haben es selber, da wir uns ja an der Bewertung beteiligen, ganz eindrucksvoll gemerkt, das, was im New England Paper steht, stimmt häufig hinsichtlich Patient-Reported Outcomes, Einschlusskriterien, Protokoll in keiner Weise mit dem überein, was der Hersteller dann im Dossier uns eigentlich liefert. Wie kann Cochrane damit umgehen? Denn das sind ja zwei unterschiedliche Welten und die Gefahr, dass man dann immer wieder doch auf Daten zurückgreift, die gar nicht die Wahrheit widerspiegeln, ist nicht so klein aus meinem Blickwinkel. Nee, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Die Gefahr ist, glaube ich, sogar sehr groß, dass das, was im Moment noch standardisiertes Vorgehen ist, nämlich auf Fachpublikationen in Fachzeitschriften sich zu stützen, möglicherweise in vielen Fällen tatsächlich zu gewissen Fehlschlüssen führt. Das Problem ist prinzipiell, will ich mal sagen, bekannt. Manche Leute fordern sogar, dass man im Prinzip eigentlich nur noch mit den Primärdaten arbeiten sollte. Individuelle Patientendaten, Meta-Analyse oder Clinical Study Reports sind die Schlagworte hier. Das Problem ist nur, man muss da drankommen. Das ist Cochrane leider nicht ganz so leicht wie jetzt dem IQWiG. Einige Leute haben das aber gemacht, wissen Sie bestimmt auch. Herr Jefferson mit Oseltamivir, dem Neuraminidase-Inhibitor, die haben im Prinzip ein Cochrane-Review geschrieben, genau aus diesen Überlegungen hinaus, basierend auf Clinical Study Reports. Und ich glaube, das ist der Weg nach vorne. Das Problem ist nur, da muss man auch ganz realistischerweise sein. Herr Jefferson und sein Team, die hatten, glaube ich, insgesamt 100.000 Seiten dann bekommen zu 80 Studien zu den Neuraminidase-Inhibitoren, haben mit einem Team von 5 Leuten 5 Jahre daran gearbeitet. Das heißt, es ist noch mal viel mehr Arbeit, als wenn man mit diesen Studienberichten arbeitet. Und diese Arbeit muss irgendwie finanziert werden. Und im Moment wird Cochrane-Arbeit ja so noch nicht mal, das haben wir jetzt nicht so detailliert besprochen, nicht wirklich gut finanziert, weder in Deutschland noch international. Und wenn man sagt, hier sollte das Ausmaß der Arbeit noch ausgeweitet werden, was absolut sinnvoll ist, und da stimme ich Ihnen 100% zu, muss man aber gemeinsam überlegen, wie man sowas auch finanzieren kann. Das muss ja auch nicht nur unter dem Dach von Cochrane passieren, aber insgesamt als wissenschaftliche Gemeinschaft sollten wir Wege finden, diese Daten vernünftig zu analysieren. Eine Frage kann ich noch zulassen. Ich muss ein bisschen auf die Uhr achten. Ja, es ist mehr eine Bemerkung. Nach diesen schönen Darstellungen, die Sie uns gegeben haben, kommt natürlich für einen praktisch tätigen Arzt oder für den Patienten die Frage, wie relevant ist das für mich? Das heißt, die Frage der klinischen Relevanz ist nochmal eine besondere Frage, selbst wenn eine Studie optimal durchgeführt worden ist. Für einen Patienten beispielsweise, der
wegen peripherer arterieller Durchblutungsstörung eine Gehstrecke von 100 Metern hat, bringt die Mitteilung, wir haben ein Mittel, Sie können jetzt 101 Meter gehen, nicht so viel. Für einen, der am Abgrund steht, ist dieser eine Schritt aber sehr, sehr bedeutungsvoll. Also, auch das kann ich natürlich nur unterstützen, diese Bemerkung. Wenn ich darf, noch einen ganz kurzen Kommentar dazu. Ich denke, diese Differenzierung zwischen klinischer Relevanz und statistischer Signifikanz, die ist uns Methodikern, ich spreche da jetzt mal so pauschal von uns, absolut bewusst. Es wird insbesondere auch in diesem Grade-System, was eben aus der Leitlinienentwicklung kommt, und da ist diese klinische Relevanz natürlich viel bedeutsamer noch jetzt als für den reinen Methodiker, der nur systematische Übersichtsarbeiten erstellt, sehr groß geschrieben. Und im Prinzip denken wir mittlerweile, lösen wir uns zunehmend von der statistischen Signifikanz, sage ich mal, als Erfolgskriterium und gehen hin genau zu diesen Aspekten, die Sie angesprochen haben, der klinischen Relevanz. Die Schwierigkeit ist dann viel eher, was Sie auch schon impliziert haben, wie definiere ich denn das? Was ist denn tatsächlich Relevanz bei Gehstrecke, bei Nebenwirkungen und so weiter. Und das ist was, wo im Prinzip als letzte Bemerkung von meiner Seite dazu vielleicht im Prinzip wir noch viel, viel mehr Forschung brauchen. Wir wissen viel zu wenig darüber, was denn Leute in verschiedenen Situationen tatsächlich als relevant erachten. Applaus